Hallo liebe Schüler, hier ist Frau Klinik. Willkommen im Geschichteunterricht. Heute geht es darum, was eigentlich die NSDAP ist und wie sie den Aufstieg schaffte. Im Februar 1920 erfolgte im Münchner Hofbräuhaus die öffentliche Bekanntmachung der neuen Partei durch Umbenennung der bestehenden Deutschen Arbeiterpartei, kurz DAP, in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Das Kürzel NS sollte die Besonderheit der Partei hervorheben und wurde unter anderem von Adolf Hitler und Ernst Röhm ohne Abstimmung mit der Parteiführung eingeführt. An jenem Abend veröffentlichte die NSDAP ihr Parteiprogramm mit folgenden sehr radikalen Hauptpunkten. Sie forderten die Aufhebung des Versailler Friedensvertrags, Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft von Juden und Stärkung der Volksgemeinschaft. Kurz darauf begann die NSDAP, die ersten Mitgliederausweise auszugeben. Da sie nicht als unbedeutende Kleinstpartei dastehen wollten, begann das offizielle Parteienverzeichnis bereits mit der Nummer 501. Adolf Hitler wurde in diesem Verzeichnis mit der Nummer 555 geführt. Die Partei vergrößerte sich in den nächsten Jahren stark und fand Kooperationspartner in Nachbarländern, wie zum Beispiel Österreich. Im Sommer 23 wurde die NSDAP dann in mehreren deutschen Ländern wie Baden, Thüringen oder Preußen aufgrund ihres radikalen Parteiprogramms eingeschränkt. Nur in Bayern blieb die Partei groß und einflussreich. 1923 nutzte Adolf Hitler in München die missliche Lage Deutschlands mit Teilen der Partei aus, um einen Putschversuch zu starten, der scheiterte und in Festnahmen endete. Nach dieser Niederlage änderte die Partei ihre Strategie. Sie gab das Ziel auf, die Regierung mit Gewalt zu stürzen. Die Republik sollte von innen, also vom Volk ausgehend, ausgehöhlt werden. Ziel war eine Herrschaft im Parlament und auf den Straßen. Dabei bemühte sich die NSDAP, als Partei für alle Volksgruppen aufzutreten und alle Gruppen anzusprechen. In diesem Kontext entstand dazu auch die Karikatur mit Namen das Firmenschild. Die NSDAP arbeitete mit Botschaften, die jeder sozialen Schicht spezielle Versprechungen machten. So gelang es der Partei, Menschen aus unterschiedlicher Herkunft zu vereinen. Arbeitslosen versprach sie Brot und Arbeit, Arbeitern und Beamten soziale Sicherheit, der Oberschicht Schutz gegen Kommunismus und Vermögenssicherung. Hitler wurde zur Führerfigur aufgebaut, seine Bewegung zur Volkspartei des Protests. Die Versprechungen einer besseren Zukunft und aggressiven Parolen lockten vor allem junge Menschen an. 1933 war schließlich fast jedes zweite Parteimitglied zwischen 18 und 30 Jahren alt. Ein raketenhafter Aufstieg für die NSDAP.